Obwohl ich eigentlich der Rede von Christian kaum noch eins draufsetzen kann, weil natürlich hat er recht. Obwohl die Anmerkung ehrliche Politik fast schon ein Widerspruch in sich selber ist. Denn wer hat noch Vertrauen in der Politik? Niemand. Glaubt wirklich noch jemand, dass die Vertreter, die von vielen gewählt wird, uns in irgendeiner Form vertreten? Uns in einer anderen Form vertreten als von grünen uniformierten Straßengesäumten Wachtmeistern begleiten zu lassen? Diese horrende Polizeipräsenz hier ist fast wirklich mehr als erschreckend. Ich habe gezählt 5 Paradewagen und allein 15 Wannen. Von daher, aber es argumentiert sich ja ganz gut, die vehemente Polizeipräsenz, weil die Hanfparade hatte ja in diesem Jahr ihre erste Gegendemonstration. Ihr habt das an der Ecke Oderberger gesehen, wo eine Alkoholfraktion grölend sich äußerte, dass... Naja, nun, legal ist es halt leider nicht. Und viele glauben, dass es so schnell nicht legal werden wird. Und das hat bestimmt keine Gründe, um den Einzelnen zu schützen. Wie es ja so gar nicht haben kann. Sonst müsste man über Alkohol und andere Drogen diskutieren und nicht über Cannabis. Das heißt, die Schädlichkeit, die von wissenschaftlicher Seite auf allen Ebenen dementiert wurde, kann nicht die Begründung für das Verbot sein. Dementsprechend ist die Frage, warum kann Cannabis verboten sein? Weil es um 5% geht und um 95% von Menschen, denen es egal ist, die alles glauben, was man ihnen einfach sagt. Vielleicht auch, weil von diesen 5% der Betroffenen hier wie viele sind? Es sind mehr, weißt du, was die wissen ja nichts. Hallo. Mehr Betroffene. Ja, gehen wir von 5% Betroffenen aus. Und hier ist der mutige Kern, der sich auf die Straße stellt und trotz vehementer Polizeikontrolle und Begleitung klar seine Meinung sagt. So wie es eigentlich dem demokratischen Grundverständnis eines selbstverantwortungsbewussten Bürger entgegenkommt. Aber auch davon wird ja kaum noch gesprochen, denn Politik bestimmt mittlerweile über uns und nicht mehr für uns. Dementsprechend natürlich die Resignation gegenüber jeglicher Couleur und jeglicher Farbe im politischen Spiel. Nun sind wir hier in kleiner Runde, in eigentlich gar nicht so kleiner Runde, wenn das der harte Kern der Cannabis-Legalisierung hier in Berlin ist, dann müssen wir uns gar nicht so schämen. Gar keine Frage, im 9. Jahr der Hanfparade freue ich mich zuallererst mal, dass ihr hier seid und hier durchhaltet, ohne dass die offizielle Abschlussveranstaltung geht. Einige Menschen mit Rückgrat und mit Stirn und Rückgrat ohne Uniform drumherum, Rückgrat ohne Kampfmontur bei diesen hochgefährlichen Kiffern, die einen ja wahrscheinlich jederzeit mit dem Knüppel in den Nacken springen. Von daher wissen wir, wem wir hier Realitätsfremdheit vorwerfen können. Realitätsfremdheit nicht nur auf dieser Veranstaltung, wo Wachtmeister in Kampfmonturen kommen, als wenn sie Bombenexplosionen erwarten würden. Auch Realitätsfremdheit in Bezug auf Drogenpolitik. Denn die Beispiele aus den Niederlanden zeigen, dass eine bessere Verfügbarkeit und weniger an Verfolgung den komischen Effekt zur Folge hat, dass die Zahl der Cannabiskonsumenten tendenziell eher leicht abnimmt, als dass der Konsum zunimmt. Dreht man dieses nun um, muss man doch hier in Deutschland davon ausgehen, dass bei diesem vehementen Repressionsdruck die Regierigen wollen, dass die Leute Cannabis rauchen. Aber wir waren ja schon mal bei Ehrlichkeit und Politik. Dementsprechend ist die Verfolgung scheinbar nur ein Werkzeug der Machtausübung. Natürlich ist es super angenehm, jederzeit 5% der Bevölkerung kriminell zu halten, jederzeit in den Knast bringen zu können, wenn mal wieder Stärke oder Härte bewiesen werden muss. Was ist Schöneres, als bei einem Cannabiskonsumenten eine Wohnungsdurchsuchung zu machen? Da kann man Polizeilehrlinge nehmen, da hat man nicht mit Widerstand zu rechnen. Da können absolute Anfänger in die Bude springen und sich austoben.
Und bei solchen Ausbildungszahlen sind die dann doch wieder ganz nah bei der Realität. Dementsprechend würde ich eigentlich nur noch unseren Obrigen abschließend sagen wollen, dass das, was die machen, mehr schädlich ist. Oh, danke. Der Hans muss in Hamburg nächste Woche, kennt ihr? Deshalb abschließend, ganz kurz, für unsere Wachtmeister, für unsere Politiker. Verbot fördert Missbrauch. Alle schießen! Dankeschön.